Tag! Wir fahren zusammen! Wir sind alle auf eine Möglichkeit für gute Mobilität angewiesen, egal ob es auf dem Weg zur Arbeit ist oder zur Uni oder zum Arzt. Und momentan werden die Verkehrsbetriebe eben kaputt gespart und die Krankenstände werden immer höher und immer weniger Leute haben Lust, diese Arbeit zu machen. Dabei ist es eigentlich extrem wichtig, dass der ÖPNV perspektivisch auch ausgebaut werden kann, damit wir endlich eben mehr nachhaltige Mobilität auch schaffen können. Ja, ist halt wichtig. Ne? Wir müssen halt attraktiv werden, unsere Arbeitsbedingungen müssen attraktiver werden. Wir brauchen Leute, wir brauchen neue Fahrer und zwar auch Kollegen und Kolleginnen, die nicht nach ein oder zwei Jahren gehen, weil sie erschöpft sind von der Arbeit, sondern die halt langfristig bleiben, um den guten ÖPNV praktisch zu sichern. Wir können stärker sein, echten Druck auf die Politik ausüben, indem wir uns zusammenschließen in unserer Stadt. Als Beschäftigte im ÖPNV, als Fahrgäste und als Klimaaktivisten. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen! Hier beispielsweise auch die Kolleginnen und Kollegen, wie gesagt, der IFTEC, das ist die Infrastrukturtochter, die machen Gleisbau, Oberleitungsbau, reparieren Straßenbahnen, das sind auch 500 Beschäftigte, also das sind gar nicht wenig Menschen. Und es ist einfach das Problem, das wir jetzt aktuell erleben, dass ein Schlosser bei der IFTEC im Monat 500 bis 600 Euro weniger verdient als ein Schlosser, der direkt bei den Verkehrsbetrieben angestellt ist. Es ist natürlich nicht einzusehen, dass nur weil eine Tochtergesellschaft gegründet wurde, die Leute jetzt hier schlechter bezahlt werden sollen. Also im TVN haben wir ein fulminantes Forderungspaket, wo es hauptsächlich um Entlastung geht. Da geht es um mehr Urlaubstage, da geht es um die Wegezeiten, wenn der Endort nicht derselbe Ort ist wie der Beginnort der Arbeit. Also es geht nicht darum, dass die Kollegen bezahlt kriegen, auf Arbeit zu fahren, sondern wenn sie an einem anderen Punkt enden. Diese Wegezeiten sollten bezahlt werden, weil wer am anderen Standort endet und erstmal eine Dreiviertelstunde zu seinem Auto fahren muss, um dann den Heimweg anzutreten, soll das gefälligst in seiner Freizeit tun, laut Meinung der Arbeitgeber zumindest aktuell. Das geht gar nicht. Zudem soll es mehr Entlastungsmöglichkeiten an vielen verschiedenen Ebenen geben.